Ach, guck mal, da sind wir wieder. Hallo, Freunde der Gefühle. Ja, hatten wir schon. So, möchtest du meine Sniper, die ich gefunden habe, kriegen? Droppe ich dir die mal? Ich hol mir neue Waffen. Oh, wehe, das sind wieder zwei Shotguns, ne? Dann klatscht es auf ein Dreieck. Sieht gut aus, ne? Meins. Was ist das? Iridium-Waffe, und zwar das? SMG. Könntest du mir was verkaufen gehen? Ich bin dafür, dass jeder, der die Truhe öffnet, das Zeug, was er da drin hat, für sich selbst benutzen darf. Ja, klar. Okay. Egal, ob es. Ja, weil Tobi und ich das ausgetauscht haben, mal. Aber man kann auch tauschen, wenn man. Wenn man will. Weil, wenn beide Parteien dazu einverstanden sind. Wenn beide Parteien dazu einverstanden sind. Wieso nicht Tobi? Zweimal dasselbe. Ach, wir können ja Teleporter machen, stimmt. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Die erste ausprobieren. Ich teleportiere uns da mal wieder, ne? Versuchst du. Ist abgefahren. Aber Hummel X ist in einem Menü. Danke, versuch's. Ja, dann mach das gleich selber. Will ich grüne Bälle schießen. Och, Leute. Du musst hier verkaufen. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Kannst du auch machen, wenn du in dem Gebiet bist. Da gibt's auch einen Automat. Ja, ich weiß. Mein Inventar ist auch ganz schön voll. Aber das ist mir egal. Weil der Huslager, diese Sniper ist fast so groß wie du. Ich bin durch, ne? Ja, dann reisen wir jetzt. Reise wird initiiert. Wo müssen wir nochmal hin? Peter. Kriegt ihr es in einem Menü? Wollte gerade sagen, das wird euch jetzt nicht gefallen, ne? Ja. Oh, ich muss auch noch verkaufen. Ja, dann gehe ich jetzt auch verkaufen. Ja, mach das doch im Gebiet. Dann gehe ich jetzt auch noch verkaufen. Alles im Gebiet machen. Ja, wenn wir jetzt alle verkaufen, dann haben wir es hinter uns, Mimmel. Ich hab's. Himmelt euch doch nicht alle so an, bitte. Wir pümmeln dich gleich an. Oh ja, wir pümmeln dich alle gleich an. Oh, wie hieß das Lied? Bangarang, ey. Oh toll, jetzt krieg ich hier wieder zwei Schilde, ey. Ich kann's kotzen. Ich öffne erst am Ende der Aufnahme, öffne ich erst das Ding. Ich auch. So, alle, ich will das in 5er Schritten. Ja, ja. Ich, aber Gunden, Tobi macht's jetzt hier. Oh, endlich! Reise wird initiiert! Oh, ich kann mich nicht. Oh. Nee. Da gibt's auch noch einen Heilautomaten. Danke. Keine Frage. Danke. Warum haben die eigentlich so UdSSR-Waffen hier mit Hammer und weiß das nicht. Vladov, ey. Liebe Vladovs. Ich hoffe, du bist geimpft. So. Was ist hier los? Wir sind gereist. Ja, ich hab wieder aufgerollt, auf einmal hab ich nur ein komisches Segel gesehen. Setz Segel! Es geht los! Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Nee. Müssen wir die jetzt wieder bekämpfen hier? Nee. Alter, ist das. Wir rennen einfach durch. Was habt denn ihr für Schilde, sag mal? 480. Was? 480. 480? Ja, ich kann mit dieser SMG dauerhaft rumknallen, weil das jedes Mal hier meine Fähigkeit aktiviert wird, dass ich keine Munition verbrauche. Was? Wie lange hält die Fähigkeit dann an? Das ist einfach ein prozentualer Effekt. Mein Schild absorbiert Munition und fügt es meiner Munition hinzu. Das ist geil. Und hat 688 Schutz. 680, das ist hart. Ja, ne, deswegen hatte ich gerade mal gefragt, weil ich find's schon. Hast du den aus der Truhe gerade, ja. Und es absorbiert Munition und fügt sie meiner Hände. Das hat das irgendwie. Auch so Hüfte zu Elementar schießen, das ist ganz schön. Nö, ich meine jetzt meine Sniper, die ich hier hab. Die hat Säure, glaube ich. Säure ist geil. Ich weiß gar nicht, ob das zu einem Elementarschienen dazu gezählt wird, Säure. Stimmt. Dann ist Geld. Ich sammle Geld. Alter Schilder, ich glaube, ich kann echt. Jo. Ja, 20 Sekunden schießen, ohne dabei nachladen zu müssen. Also Dauerfeuer aus einer SMG. So, ich rede jetzt mal mit Tina. Mach das. Nein! Sekündchen noch! Das wird super! Geh rein, ey. Ja, wir sollten alle raus. Bring deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. So, jetzt Ende. Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Matsch, matsch, matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Matsch. Ja. Matsch, matsch. Junge.
Nehmen Sie. Nehmen Sie, nehmen Sie, nehmen Sie. Tinas Dame. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan. Super Plan. Warte, die hat noch eine Quest für uns. Hey, yo, du kannst was für mich erledigen, Freund. Alles klar, Keule? Hab eine voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party. Vergiss es! Das ist schon so ein bisschen hysterisch, ne? Sympathisch. Das ist für 13. Du wirst sie überreden, ihnen meine Hoffnung zu geben. Ja. Ich muss sagen, mach aber. Ja, du weißt, was die Premiere ist. Alter, Gott. Da mag jemand das Woche tut, ey. Und gerade auf den Gastank neben uns schießen, weil da was grün geleuchtet hat. Alter, ich hab mir voll den Kopf abgeschossen. Geht ja auch ganz schön. Der geht voll ab jetzt. Der geht ab wie ein Zapfen. Oh Gott. Snipern ist ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, ne, das ist auf jeden Fall besser als in Dingens. Als in Borderlands 1. Man kann gut Headshots verteilen. Bei den Viechern, die so rumschlabbern, nicht so. Labber, 2400 labber. Damage. Genau als ich das gesagt habe, habe ich erstmal einen Headshot gemacht. So, weiter geht's. Sniper! Sniper Tobi und Sniper Lilly. Und Sniper Tina. Sniper Squad. Oh, eine Toilette. Ein Klo. Was haben wir denn? Muss brennen ein bisschen. Oh. Bisschen Müll. Ich kann meine Raketen platzieren. Ich bin dafür, Tobi macht das. Oh ja. Ich habe ja eh noch eine Rakete. Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernziehen. Ja. Tupsi. Oh, hoppla. Ich höre. Was für ein Timing. Zug. Er kommt. Wow. Down! 10! 9! Immer langweilig. Fackel alle meine Babys ab! Oh! Ein Zug kam geflogen. So kann man einen Zug auch hijacken. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschiff. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Nimm das Ruhr auf den Zug, denn sonst gibt's das vor dem Bug. Das ist ein Rap-Song von mir. Ah, von mir. Der Diddy, ja. Ach ja. P. Diddy. Durchsuch den Zug. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Ja, da haben sie nicht mit Tina gerechnet. Du Kamikaze-Bitch. Warte mal, ich bräuchte... Hat jemand... Was? Ich glaub... Kannst du Sätze bitte, Max? Nee, ich... Hab mehr oder weniger mit mir... Mit mir so weit ist er doch nicht. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Ich mag's. Ich mag's. Ich Experte. Ich. Ich schieße. Nee, ich. Ja, aber dieser Korrosionsschaden geht mega ab gegen die Biatches. Oh ja. Das haben wir doch von Markus gelernt, dass das richtig abgeht. Ah, mega pervers geil. Habt ihr beide Korrosionsschadens Waffen? Ja, ich hab ne Korrosionssniper. Mega geil. Feuer ist gegen die nämlich auch gar nicht so effektiv. Nee, Quatsch. Effektiv gegen Fleisch halt, ne? Ja, das ist kein Fleisch, denn das ist Maschine. Richtig. Da oben schießt er noch was. Von wo? Was für Geräusche diese ganzen Viecher hier von sich geben. Oh. Ich meine, der hat so gut gerade gesprengt. Komm wieder auf die Beine.
Hui, dankeschön. Ah! Das war ein Kamikaze-Roboter. Das ist voll explodiert, ey. Sprengkörper wird eingesetzt. Kamikaze! Ich höre hier gerade einen Sprengkörper. Hinter uns ist einer. Sprengkörper meinst du? Da sind noch welche, da kommen noch welche. Oh, Kamikaze-Roboter. Gut. Boah, ich sitze hier auch gerade wieder wie ein Krepel davor. Nach vorne gebeugt. Ich bin nicht. Alter, ohne Witz, ich hab auch. Jetzt, wo du sagst, ich bin hier auch mega im Buckel. Echt? Ich würde voll im Buckel stehen. Im Chillen kann ich nicht zocken. Weiß ich nicht warum. Wer benutzt denn gerne. Raketenwerfer? Auf keinen Fall. 66. Okay. Magazingröße 4, das ist schon mal eine Steigerung für 3. Schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Oh, ich kann mir unter Wilhelm gar nichts vorstellen, aber ich wette, das wird irgendwie so ein. Ja, nicht das, womit man rechnet. Als. Oh je. Hast du Dinge schon gehört? Das muss ja ein Roboter sein. Das ist eine Falle. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Ein Sunday Wilhelm. Sorry, aber gegen Wilhelm hast du keine Chance. Glaub mir. Das ist nicht gut. Ach, das ist Wilhelm. Huh? Wir haben beinahe alle gekillt, ohne selbst den Kratzer abzukriegen. Wenn es zu heftig wird. Das ist das Viech. Roland irrt sich, Kammerjäger. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Konversion, Gundi. Wenn er mal stehen bleibt, mach ich den voll platt, ey. Oh, der schmilzt aber gerade ein bisschen, ne? Der macht doch die ganze Zeit komische Viecher hier. Ich will mich ja nicht beschweren, aber meine Munition ist leer. Abfall. Achso. Sowohl von den SMGs als auch von dem scheiß Raketenwerfer. Ich muss wieder Shotgun reinkommen. Kann ich jemand retten, bitte? Jo, ich versuch zu dir kommen. Oh, das wird knapp. Oh. Okay. Boah, mega geil. Wollen wir nur auf den großen oder auch auf die kleinen? Ich greif erstmal die kleinen. Die Ads auf jeden Fall erstmal, die machen eben ein Schild. Ja. Richtig. Oh ja, deswegen fass ich. Irgendwas macht gerade mich kaputt hier. Ist überall hinter mir? Oh, ne. Komme. Komme, Gunny. Ich hab gleich. Okay, wieder. Schön. Krasse Scheiße, ey. Oh, meine Waffen machen gerade so hart keinen Schaden gegen die Viecher. Also Explosionsschaden geht auch eigentlich gegen den. Ich hab nur Feuerschaden und normalen Schaden gerade. Erstmal die kleinen Viecher da oben in der Luft. Ja, die Ads. Oh Gott. Kann ich mich mit denen auch wieder retten? Du bist ja, kannst du. Oh. Ich bin da. Ah, ich kann dich grad nicht retten. Ich geh auf der Schussbahn. Mann, fuck. Ah, fuck it. Nice, Explosion. Danke. Danke. Wilhelm krieg ich grad einen dicken Schild. Ah, können wir nichts gegen machen gerade. Erstmal retten müssen. Ah, oh, jetzt bin ich gleich tot. Oh, oh, oh. Warum lade ich denn nicht mehr automatisch nach? Was ausstellen? Vielleicht ist deine Munition leer. Ja, ne, ich hab noch 566. Ah, Schüsse. Fuck it. Wer hat mich denn da erwischt? Das wird jetzt nicht wehtun. Hey, komme! Ich komme, Kranke, weiß. Hm. Ruhig bleiben! Danke, Freund, ich komme aus. Danke. Ein Kerl. Nein! Oh, ich hab'n. Da hinten den Badass. Loader. Ah. Der Badass Loader loadet sich ganz schön. Hart. Ich krieg hier. Ich komme, doch, ich komme. Mega den harten Damage. Alter, ja, wie geil. Knapp war das denn? Oh, fuck it. Nee, kriegen wir nicht. Oh. Jo. Alle schnell wieder, bevor der noch mehr Schild kriegt. Schnell wieder. Ich lebe wieder. Dann helf mir, wenn du es kannst. Mach den Badass Loader kaputt. Ja, ich versuch's gerade. Allem, was ich habe. Yes.
Hätte ich mal nicht so viel mit der SMG rumgeknallert, jetzt habe ich zu wenig Munition dafür. Jetzt ohne Witz? Ja. Dadurch, dass du einfach bloß in der Gegend rumgeballert hast? Das stimmt. Schnell, versuch die Ads zu killen. Alter, ich hab einen Sniper im Anschlag. Ihr habt dieser hässliche Bot, ne? Ja. Nein! Wer hat mir den Bot geklaut? Ich, wäre ich gestorben sonst. Hier, Knallkörpi. Das war blöd. Hätte ich niemanden dürfen. Ich lieg neben dir. Alter, Wilhelm ist schon so eine Marke für sich, ne? Ja. Kriegen wir aber. Klar kriegen Mach wir den. Drauf. Muss man. Das ist Quest. Das ist Quest-relevant. Hab ich Money? Hab ich nicht. Der hat wieder Ads. Oh, den krieg ich nicht das mehr. Fuck! Tot. Der schönste Satz der Welt. Das ist nicht klausurrelevant. Was ist hier mit dem Badass, Leute? Alter. Ja, Mann, ich hab wieder Munition! Das ist doch einfach unmöglich! Kann mich jemand wiederbeleben? Das wäre neu. Erstmal, wo bist du? Du in liegst direkt, Wille. Keine Deckung ist. Oh, eine Korrosionswaffe, ne? Lebe! Du hast mir deine Korrosionswaffe gegeben. Naja, aber die macht trotzdem eigentlich Frustschuss weniger, aber... Oh, der hat wieder Ads. Ich hab Badass, Luda. Hoffentlich kümmert euch mal mehr um den Kerl. Wenn der Kerl tot ist, dann ist alles andere gut. Ich will aber leben. Könnt ihr mich auch ich gleich versuchen? Ja, ich komm mit. Nice. Oh. Da liegt's nach. Mega nice. Da jetzt gibt's ja aber auf den Sack bei Hennen. Also, er baut wieder eine Ad. Ein Ad. Einen hat er wieder. Nice. Falls ihr Raketen Werfer Munition findet, sagen wir Bescheid. Ich hab nie noch einen Raketenwerfer mit Elektroschaden. Alter, was kommt da denn an? Oh, ich hab noch Korrosionsgranaten. Ich Kerl, ey. Von hinten kommen beschädigte Konstruktoren. Ey, ist er tot. Gleich ist er tot. Yes! Alter, ich sag dir, drei Raketen. Let's me, hinter dir. Oh, das war knapp. Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn Wow, so ein Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Oh, wie viele Viecher hier sind. Alter. Komm mal, versuch mal hier hinzukommen. Wollt ihr wieder lachen? Weiß ich nicht. Ich bin dafür einfach abzuhauen. Denn hier. So schön. Ja, die kriegen wir eigentlich, weil da ist noch echt Loot. Ja, das kriegen Was meinst du, Blackwing? Oh, Blackwing hat auch was dazu gesagt. Wow. Ey, du hast Schwede, ey. Diese ganzen Viecher hier. Wenn das ist ein Konstruktor, den hab ich dort. Oh. Aber ich liebe das Geschütz, ey. Das hält uns schön den Nacken voll, ey. Rückenfrei, Nacken. Nackenfrei? Ich hau jetzt den Nacken. Nackenfrei, hab ich gesagt. Der Lachsnacken. Der Lachsnacken hält das frei. Da hinten ist noch einer. Ich habe beschädigter Konstruktor. Der ist wichtig. Der konstruiert neue. Hält ganz schön viel aus. Ich habe keine Munition mehr für meine Sniper. Echt? Was macht ihr denn immer falsch? Ihr habt so geile SMGs, jetzt hol ich mir, glaube ich, noch eine SMG-Munitionserweiterung. Montierer Demontage. Ich habe einen Plasmod auch für dich gefunden, Mimmel. Den habe ich hier. Nice. Einen grünen. Feuerrate plus 17, Nahkampfschaden plus 20%. Zweimal unvorhergesehener Skill. Vorhergesehen? Macht unvorhergesehen dann. Mal guck ich mal später. Ich schmeiß mir einfach mal da hin.
Hier liegt er, wo ich jetzt stehe. Okay. Hier liegt ja noch Zeug. Ich trage komischen Sack so wenig, aber schade. Genau, dann falle ich wieder an. Das oh. Darf nicht mehr normal. Ich kann eh jetzt unterwegs. Tut hier hinten die Kisten. Achso. Ist irgendwas Gutes da drin? Nur scheiß Muni. Ich glaube, wir haben es jetzt geklärt, oder? Gib dich zurück nach Sanctuary. Ah, nice. Losgeitert. Reise beginnt in 4, 3, 2, 1. Boah, wir haben Wilhelm besiegt! Alter, so früh im Spiel schon Wilhelm besiegen, ey. Ich kann es gar nicht glauben. Wir sind voll die Legenden. Alle Wilhelm reden immer über. Die anderen Kammerjäger vor vielen Jahren fast besiegt. Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Danke. Oh yeah. Gib mal jemand die Quest ab. Was hier zu dem Fake Adolf? Oh, was war denn hier? Hey. Das war schon alles? Oh, hier hinten gibt's doch eine Quest, ey. Wir haben so unglaublich viele Quests. Kann man die irgendwie abbrechen? Nee, leider nicht, das ist das Ding. Wie viele Quests im Inventar? Im Log. Was auch? Müssen wir den Zug überhaupt hier? Erwischt den Zug überhaupt? Wir gehen gerade zu. Wir müssen zu dem. Soll ich noch, soll ich hier noch von. Ja, nimm einfach. Willst du's krachen lassen? Eine Horde Gesindel schifft draußen im Tundra-Express nach Eridium. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern, und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Dann lass uns erstmal die anderen Quests abgeben. Ja. Ah, House. In the middle of a. Entschuldigung. Kein Ding. Wo geben wir die denn ab? Wo wir als allererstes mal ganz am Anfang den Kern so. Da. Hm? Stimmt. Stimmt. Wie lange wollt ihr denn noch machen? Bisschen noch. Höchstens 3 Stunden. Sonst, wenn er keinen Bock mehr hat, dann. Aber wenigstens bis wir Level 16 sind, oder? Das ist ja nicht mehr viel. Okay. Ein neuer Energiekern? Wow, der könnte unsere so ungern nicht abhören. Wisst ihr? Ist nicht mehr viel. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach raus. Oh, ich hab einen Vitalitätsartefakt. Habe ich in Moxys Underdome 2 Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den 2. Preis hat mir Jack abgejagt, den 1. ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in der Dust finden. Ich entferne mal den Energiekern, wa? Ja. Alle Spiele. Müsst ihr alles, alle Spiele sind erforderlich anscheinend. Muss jemand aus der Stadt kommen? Ella? Bitte? Kommst du hier? Ella. Wohin denn? Hier vorne, vor die Stadt. Warum? Hörst du etwa nicht zu? Hm? Was soll das denn, Ella? Ella! Das ist schon. Sag mal, Ella, fühlst du eigentlich Rihanna? Bitte. Wegen Ella EE? Ja. Das ist. Weil das musst du doch jetzt schon ein bisschen öfter gehört haben. Was ist denn damit, Gundy? Ich hab das erste Wort nicht verstanden. Ob tust du die du verfluchst? Achso. Musst du die eigentlich verfluchen? Du tust. Was du tun? Sorry, alter Crimson-Landspruch. Okay, ich schätze, wir sind im Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Ja, oder? Für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Junge, Junge. Was? Das ist nicht so schön. Das ist kein Energiekern! Raiders, die Schilder sind unten! Die Schilder! Alter! Gute Nacht, Angel! So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los?
Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Der Schild ist unten, Roland! Oh Mann, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund! Wir müssen zum Zentrum der Ortschaft. Krass, hey Leute, das ist echt ein krasser Twist gerade. Scooter, bring Sanctuary in die Luft. Roland, besorg mir Iridium. Das wird nicht klappen. Da würden alle dabei draufgehen. Die Stadt kann doch nicht fliegen, Lilly. Du hast deine Befehle, Scooter. Los! Wir treffen uns im Ortszentrum. Ich brauch deine Hilfe. Alter, diese olle Bitch, ne? Oh, die Fette. Ich fand sie so toll. Angel? Ja. Angel? Okay, wenn wir die Triebwerkszünder neu starten, dann... Oh, verdammt, irgendwas wird's schon bringen. Das ist die Triebwerkszünder neu starten. Geh schon mal zum zweiten. Eins ist gestartet. Okay, den hier hab ich. Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren. Doch nicht. Ach, hier. Okay, wir sind soweit. Alle Mann bereithalten. Der Todesstern greift an, das finde ich nicht gut. Aber das war das echt nicht, so, dass wir jetzt abgeben. Das gibt uns doch nur näher ran. Steck fest, Soldat. Ich kann das Iridium nicht zu Lilith bringen. Komm her, schnell. Tobi, komm hier hin, schnell. Ich brauche Iridium. Du musst zu Roland. Beweg dich oder wir sind tot. Junge, das ganze Ding hält ab hier. Unsere gemeinsame Zugfahrt nur überlebt, weil ich das wollte. Vor 5 Jahren öffnet... Mach dir keine Sorgen um mich. Nimm so viel Iridium, wie du tragen kannst. Und bring es zu Lille. Schnell, 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 schnell. Ja, aufnehmen. Wo ist der letzte Baum? Ich hab den aufgenommen. Ich brauche es. Geh zur Ortsmitte. Haut auf das Fenster. Das Ding raus, und seelenruhig betreibt Ella da immer noch Geschäfte. Sag nicht, du hast gerade verkauft. Wow! Reißt ja jemanden die Story richtig mit. Ja. Lilith hat das Iridium. Ich hab das bisher nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Ich nehm diesen Pfahl. Halt mich an deinem Brustgeschäft. Gut. Nice. Verdammt, sorry, das war keine Absicht. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Mann, das ist einer dieser Momente. Catch a ride! Nice. Nein! Oh, mein Vater. Ja, auf da drauf zu fucken. Ich hab da aber ganz schön hart drauf rum, ey. Ja. Habt ihr nicht drauf, eine fliegende Stadt? Was glaubt ihr, Penner, sonst noch zu besitzen, das euch dabei helfen könnte, eine Chance gegen mich zu haben? Eine Sirene. Tackchen! Boah! Das nenne ich stumpf. Not bad. Alter! I'm nearly impressed. Na guck mal, wie ruhig das jetzt ist. Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist. Aber wir haben nicht viel Zeit. Ich erkläre dir alles. Gehe einfach zu The Fridge. Das ist der einzige Weg in die Highlands. Lilith hat deine Stadt vielleicht gefaced. Als ob ich jetzt noch auf die hören würde, ganz ehrlich. Die hat voll die Scheiße gebaut und jetzt sagt sie plötzlich doch, dass sie wieder auf unserer Seite ist. Mhm. Das ist ja eine KI, die kann ja nichts dafür, dass sie Befehle ausführen muss. Ja, das ist aber eine KI, die schon Bewusstsein entwickelt hat. Ich hab Vertrauen in die. Jetzt wird erstmal wieder Auto gefahren, sage ich euch. Guck mal, wie ruhig das auf einmal ist. Sinnbildlich, die Ruhe nach dem Sturm. So, ihr dürft wieder alle einsteigen. Ah, oh, ich hab das Ratterding. Okay. Ich hab das Gerät. Ich schieß Discos irgendwie. Ja, die sind von euch. Bei den letzten Kammerjägern war es genauso. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch reinzulegen. Huch. Fliegen hier erstmal überall diese ganzen diese perversen Dinger. Danke, dass du den König.
Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wodurch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Happy Pig. Wir sind gerade an Happy Pig vorbeigefahren. Süß. Guinea Pig. Oh scheiße, ich kann jetzt gar nicht die ja, wir sind voll falsch ab, wir sind falsch gefahren. Hey, diese Disco-Dinger treffen aber gar nicht hier. Ich bin irgendwo einmal falsch abgebogen, Leute. Tut mir voll leid. Eh nicht. Mir fällt gerade auf, dass wir gar nicht am Ende die Kiste aufmachen können jetzt, Zoe. Ach, wir das nicht bis nach Sanctuary faschen. Schaffen. Nicht faschen. Wie kommen wir da denn hoch? Laufen? Jo. Ach Gottchen. Ist ein Portal, ja, würde ich sagen. Portieren wir uns an. Portali. Huch. Portalitärin. Oh, sag bitte nicht portieren. Portieren? Ah. Portieren. Nee, portieren, das tust du mit Rufnummern. Du portierst du. So eine ich kann auch andere Sachen portieren. Die Tür ist nee, so wegen portierst du Rufnummern. Oh, sie hat gerade gesagt, sie sind keine Freunde mehr, oder? Hast du gerade gesagt. Nee, guck mal hinter dich. Jetzt macht sie erstmal die Tür hier auf für uns. Dann will die uns in eine Falle locken. Ja, ich glaube das auch. Junge, das sieht pervers geil aus, wenn ich jemand mit der Korrosionswaffe kaputt mache. Hab ich gerade gesehen. Lorderhaus. Wir sind Level 16, ne? Nee. Dann würde ich mal sagen, gibt's am Ende dieser Folge jetzt keine Truhe. Keine Truhe. Dafür nächstes Mal zwei. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Schnitzels. Haut rein. Adios. Bis dann.